Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge 98 unserer Kanalbootabenteuer in England. Wir sind direkt von der Old Gilly in den Niederlanden zurück nach England. Treffen die Ange Delo mit Diane und Fraser in London, um mit ihnen den London Ring zu befahren. In der heutigen Episode begleitet ihr uns auf den ersten drei Abschnitten, nämlich 1. Dem Grand Union Canal, 2. Dem Paddington Arm und 3. Dem Regent's Canal. In der nächsten Folge fahren wir dann auf dem Abschnitt 4. Das ist die tideabhängige Themse. Doch heute, wie gesagt, erstmal die Phasen 1 bis 3. Viel Spaß dabei! An der Bulls Bridge Junction fahren wir ab vom Grand Union, von der Mainline, auf den Paddington Arm. Dieser 23 Kilometer lange Abschnitt hat keine Schleusen. Und da es so nah am Zentrum liegt, ist es äußerst beliebt bei jungen Leuten, die sich irgendwo auf der Welt, wie hier in Holland, ein Boot gekauft haben und hier liegen und in London arbeiten. Manche Strecken sind übersät mit, wir nennen es immer Entenschnatter. Es sieht aus, als wenn man durch eine grüne Wiese fährt. Doch es schwimmt nur an der Oberfläche, also kein Problem für den Propeller. Es folgt ein zweispuriges Aquädukt über die Londoner Ringautobahn. Skurril. Leider gibt's hier viel Abfall, aber sie kämpfen drum, dass das weniger wird. Gott sei Dank.
Jetzt kommt ein Wasserdreieck, Little Venice genannt. Links geht es auf den Regent-Kanal. Wir fahren aber erst noch rechts in das Paddington Basin, das Hafenbecken, wo der Paddington Arm endet, gleich neben der Paddington Station, der berühmten. Da hinten ist der Eingang zum Regent's Canal. Hier hatten wir für 2 Tage einen Liegeplatz reserviert. Ja, wo ist er denn genau? Ah, da haben wir ihn ja. Prima. Am nächsten Tag unternahmen wir eine Sightseeing-Tour, standesgemäß mit dem Taxi. Die erste Station, Kensington Palace. In diesem Tanzsaal hat Victoria ihren späteren Mann Albert kennengelernt. Nächste Station war das Design Museum auf Empfehlung unseres Fremdenführers und es hat sich absolut gelohnt. Wir waren echt begeistert. Am nächsten Morgen machten wir uns dann wieder auf den Weg, um den Regent's Canal zu erkunden. Oder genauer gesagt, wieder zu erkunden. Denn sowohl Diane und Fraser als auch Marlene und ich waren schon einmal in London. Aber doppelt hält besser. Thank you.
Brücke 1 vom Regent's Canal. Diese exklusiven Liegeplätze sind schweineteuer und wahrscheinlich kann man sie nur vererben. So beliebt sind sie. Satisfacerte, que tú despiertes al lado mío. En Dios confío, me ha regalado lo que he pedido y un poco más. Solo un poco más. Lo que me da, hermosa. Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, porque. Führt der Kanal am Rande des Regent's Park entlang. Exklusive Nachbarschaft, würde ich mal sagen. Und eine kleine Strecke geht's mitten durch den London Zoo. Tu calor me hace bien cuando hace tanto frío. Tanto amor, tanto amor, tanto amor. También me las canto. Tú eres por lo que he estado esperando. Y ya se volvió una realidad, mujer. Tengo lo que quería tener. Mi tesoro, aquí estaré. De esas malas vibras te protegeré. Actitud tienes tú. No te importa lo que otros dicen de yo. De yo. Me han tocado esas nubes grises en color. Hace tanto frío, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Thank you.
3 Camden Locks gibt's jede Menge Zuschauer, Gonguzler genannt. So, das war's für heute. Wir hoffen, dass es euch wieder gefallen hat. Danken für die Aufmerksamkeit und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.